Moin Moin, ihr privaten Genossen, ich bin der Washington Wolf, willkommen zurück zu Let's Play Race Royal Grid. Ja, es geht weiter in der Grid-Welt. Diesmal mit den richtigen Sponsoren. So. Jetzt können wir eigentlich entweder wieder in den USA und Arbeiter machen oder in Europa. Aber in Europa bräuchten wir ein neues Auto. Deswegen würde ich mal sagen, wir fahren dann hier die Driftschlacht. Das könnte jetzt ein bisschen scheiße werden mit dem Schaden. Die Driftschlacht ist eine Kombination aus Straßenrennen und Driftwettkampf. Für Drifts erhältst du Punkte auf die Geschwindigkeit, den Winkel und die Dauer des Drifts. Außerdem vervielfacht sich der Punktewert für den Drift entsprechend deiner Platzierung im Rennen. Der Fahrer auf dem ersten Platz bekommt den höchsten Punktewert. Dies ist also ein Drahtseilakt, bei dem du die richtige Balance zwischen einer guten Platzierung und möglichst vielen Driftpunkten finden musst. Es gewinnt nicht automatisch der Erstplatzierte, sondern der Fahrer mit den meisten Punkten. Ja, das ist sehr klar beim Drift drin. Okay. Das wird spannend. Oder weniger. Okay. Wir müssen eine gute Platzierung haben und viele Punkte reinfahren. Und auch keinen Schaden bekommen für die Sponsoren. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber nichts ist unmöglich. Die scheiß Nachbarn schieben da wieder irgendwas rum, ey. Leck mich her. Gut. Ich versuche mit deinem Drift so nah wie möglich an die Fahne heranzukommen. Je näher du kommst, umso mehr Punkte erhältst du. Warte darauf, die Geschwindigkeit hochzuhalten. Wenn du langsamer wirst, wie gerade eben, kostet dich das wertvolle Punkte. Ja, schon verloren. Zählt das nicht, wenn ich den Kollegen ranne? Vergiss nicht, je besser deine Position im Rennen ist, umso mehr Punkte erhältst du pro Drift. Maul halten bitte, ich bin gerade am Verlieren. Hör zu, du musst unbedingt das Heck deines Wagens noch etwas mehr rumbringen, um dir die maximale Punktzahl zu erhalten. Punkte hochhalten. Pass auf, die Regeln sind bei dieser Art von Rennen ganz anders. Du musst dich darauf konzentrieren, Drifts auszuführen, wenn du... Hier, und oft willst du hier noch was labern, Alter. Ich bin gerade am Driften. Scheiße, wir haben Schaden. Das ist das Problem bei den Driftschlachten. Hier kriegst du echt viel, für echt schnellen Schaden. Und du verlierst auch schnell die Punkte, weil du... Das ist ein scheiß Schweinschreck wert. Maul halten! Okay. Hör
Aha. Okay. Das müssen wir gewonnen haben. Aber leider mit Schaden. Heißt, wir verlieren einige unserer Sponsoren. Das ist echt halt blöd an den Driftschlachten. Ja. Sehr viele verpasst. Okay, jetzt sind wir Erster. Jetzt können wir richtig auf die Kacke hauen. Je näher du an die Fahne herankommst, umso mehr Punkte kriegst du. Je näher du mit dem Bett redest, desto besser kann ich fahren, Kollege. Scheiße, was hier zusammenfahrt. Bring die Hinterräder weiter hoch. Bring dich gleich um, Alter. Oh ja, ist im Weg. Die hängen die einen richtig an der Heckschussstange einfach. Du musst auf der Strecke bleiben, wenn deine Punkte lieb sind. So. Versuche mit deinem Drift so nahe wie möglich an die Fahne heranzukommen. Je näher du kommst, umso mehr Punkte. Das weiß ich, Kollege. Das muss man nicht jedes Mal erneut erklären. Vielleicht sollte ich die Drifts nicht so früh einleiten. Muss man den Kollegen hier vorbeikommen. Wir sind Tandem. Mehr oder weniger war das Tandem. Eine Runde. Jetzt werden wir auch wieder locker gewinnen hier. Diesmal aber auch ohne Schaden. Außer es gibt wieder schönes das Sponsorengeld. Einiges davon. Nice. Okay, die sind jetzt alle hinter mir, Alter. Nicht aufs Gas. Oi. Der KI driftet manche Kurven gar nicht, ey. Puh, da schon jetzt so einen Schaden gekriegt, aber nein. Zum Glück nicht. Okay,
überlebt. Okay, das ist anstrengend, Alter. Ey, so hat Vierter gewonnen, der Team ist sehr gut. Und ich bin hier voll am Schwitzen, ey. Das liegt nicht am Wetter, das liegt schon am Spiel, ey. Sehr gut. Ja, da ist das Money. Ja, fast 200.000, so muss das sein. Und er kriegt auch sehr gut Money. Money, Money, Money. Jetzt müssen wir jetzt wieder hier in den Stadtbus fahren. Je näher du an die Fahne herankommst, umso mehr Punkte kriegst du. Wie gesagt, je weniger du laberst, desto besser kann ich fahren. Dass das nicht als Drift zählt. Oh yeah! Drift-Legende, motherfuckers! Eingeleitet. Da scheiß mich mal hier auf die Punkte. So. Und wenn man als erster vorne wegfährt, dann ist es ja viel einfacher hier rumzudriften. Nice. Ja, jetzt zählt das natürlich, ne? Yeah! Die Kurve ist richtiger zu driften. Oh! 3 Millionen Punkte. So muss das sein. Ah, hier. Lol, der hat total Schaden gemacht. Really, Nigga? Na, immerhin. Können hier die KI-Autos total Schäden kriegen, nicht so wie Project Cars. Trotzdem ist unser Team Erster. Sehr nice. Der hat gar keinen Sponsor gekriegt. Wir haben das AAL-Profi-Abzeichen schon fast. Wir sollten die Staaten jetzt nicht verlassen. Doch. Jetzt geht es Klingeling nach Europa. Mehr Geld in die Rennkasse. Oh, über 1 Million haben wir hier bekommen. Fast 1 Million, sehr nice. Jetzt mal so ran, kenne ich.
kenne ich. Nur den Namen kenne ich nicht wirklich auswendig, ist mir aus dem Kopf. Okay. Na, Echo ist halt ja genau. 22.500. Was ist an erster Position mal wieder? Dann hauen wir das mal hier für Tane rein. Dann kommt Tane hier hin. Dann kommt hier Sparko hin. Okay. Nice. So, Europa, hier bräuchten wir ein neues Auto. Okay. Hier passt so ein Prestige-Auto. Wenn du am Rennen teilnehmen möchtest, brauchst du zuerst einmal einen Wagen. Okay, einiges. Auto. GT2-Auto könnten wir uns kaufen. Hier sogar ein sehr guter. 412.000. Okay, das ist jetzt nicht wirklich billig. Der ist Neupreis eigentlich. Will ich das fahren? Das ist ja Langstrecken, ne? Was kann man sonst fahren? Hier, wenn wir nur das GT1-Scheiß. Das Auto hier würde sehr viel kosten. Aber hier gibt es gleich den Lamborghini zur Auswahl, okay. C5 oder C6? Mehr Grip, mehr Bremsen. Das A, das sind alles B-Autos. Okay. Okay. Da gehe ich lieber eigentlich für den, der mehr Grip hat. Ja komm, kaufen wir uns eine C5. Auf geht's. Jetzt mal gucken wir uns den Wagen an. Oh ja. Schöne alte Corvette. Okay, auf geht's. Jetzt haben wir auch ein Auto hier für die 24 Stunden von Le Mans. Können wir jetzt auch selber mitfahren. Uns im Team. Wow.
Platz 8. Oh, da hat sich einer gedreht. Bin ich auch fast. Ich denke, einer der Fahrer ist ins Schleudern geraten. Komm schon, Aufholjagd hier. Drei Runden noch. Gut, genau im Windschatten. Scheiße. Wieder eine gedreht in derselbe Kurve, ja. Zwei Gegner noch, zwei Runden noch. Das war deine persönliche Bestleistung auf dieser Strecke. Das war eine scheiß Kurve. So, einer nur noch. Der Australier. Immer dieselben Fehler hier. Und schon letzte Runde. Du bist jetzt in der letzten Runde. Oh Gott, ey, das hat gerumst. Aber kein Schaden. Was ich hier sehe, gefällt mir. Du bist auf Platz 1. So, haben wir das jetzt drin gewonnen. Das war eine Aufholjagd, ja. Also bleibt es ja auch alles spannend. Mein Teammate ist 10. geworden, sehr gut. Wie viele Corvettes hier mitfahren, hä? So, noch zwei weitere Rennen. Ja, dritte Teamplatzierung oder Teamwertung. Sehr nice. Ja, der hat einen Schaden bekommen. Aber ist okay. Dieser Kerl ist eine Maschine, unglaublich konstant. Nimm dich vor ihm in Acht. Power. Hey, wir sind im Mittelfeld hier gestartet. Mitte des Feldes. Oh Gott. Das war mehr oder weniger gewollt, so durchzukommen. Ja, irgendwie war das ja nicht, aber das war eigentlich richtiger Zufall, dass ich da so gut durchgekommen bin. Haben wir eine etwas längere Strecke, deswegen zwei Runden. Kein Problem hier für uns. Für unser C5. Tolle Leistung.
Leistung. Du liegst vorne. Und jetzt fehlt eine Frontscheibe. Sehr schön, das war die erste Runde. Denke ich mal. Ja. Oh, das ist sehr gefährlich. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Da fährt die zu 5 mit bei den Scheiß inzwischen von dem Mauer. Weil, wenn nicht, dann bin ich jetzt am Arsch. Ja, oder weniger. Das falsche Auto dann gekauft. Mal gucken. Oh Gott, das ist zu schnell. Jawohl. Haben wir das zweite Rennen auch gewonnen. Mal wieder ohne Schaden. So gut. Alter. Die scheiß Nachbarn, ne? Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Lassen immer was fallen. Immer macht er so viel Geräusche. Er ist 11. geworden, okay. Sehr gut. Er hat wieder Schaden gemacht, oder auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, der hat keinen Schaden gemacht. Ja. Der ist halt nicht Erster geworden. Deswegen hat die Sponsoren noch nie bekommen. Der Kerl hängt hier an der Stoßstange, halt ihn auf Abstand. Okay. Jetzt bin ich schon ein bisschen ganz hinten, oder? Ja. Das wird jetzt was wieder. Wo ist der Reifenband? Jetzt mein Essen umdrehen. Gut. Schon Dritter. Sehr nice. Tolle Leistung, du liegst vorne. In der Kurve vorhin, in den Kurven ist die KI mal wieder schneller als ich. So, das war die erste Runde. Scheiße. Ist gut.
Nein. Oder es war zu schnell. Okay, oder nicht. Ja, die kleben ja an der Heckschussstange, ja. Die kann ich nicht so einfach vorne wegfahren. Vor allem, wenn ich so eine Scheiße baue. So, dann haben wir die Meisterschaft jetzt auch gewonnen. Sehr, sehr gut. Haha, du hast gewonnen! Nice. Er ist neunter geworden, okay. Also auch gut. Nice. Ja, okay. Okay. Die Euro-A-Lizenz ist in Reichweite. Wir sollten Europa jetzt nicht verlassen. Sehr gut, jetzt haben wir überall 220.000 Ansehen. Gut gemacht, Rasa. Du hast gewonnen. Das Preisgeld können wir echt gebrauchen. Das ist wieder sehr schön. Geld eingefahren, neue Sponsoren, bin ich nicht. Aibach, Springs, UMP. So, da gucken wir nochmal nach den Sponsoren. Wirklich viel. Bringen die. Sonst sind die so 500 mal wieder. Kann ich eigentlich für Tee ihn benutzen? Okay. So, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Race Royal Grid. Das für Daniel.